Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Sport1 News. Wir haben die wichtigsten, die topaktuellsten Sportnachrichten des Tages für Sie zusammengefasst in unserem Newsflash. Hitzfeld prophezeit Guardiolas Abschied. Trainerlegende Ottmar Hitzfeld glaubt nicht, dass Pep Guardiola seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Er vermute, dass Guardiola Bayern verlasse, weil Manchester City den Geldhahn weiter aufdrehe, sagte der Ex-Bayern-Trainer in der Schweizer Zeitung Blick. Manchester City bietet dem Katalanen angeblich einen Dreijahresvertrag. Guardiola soll dem FCB noch vor Weihnachten seine Entscheidung mitteilen. Subotic will angreifen. Trotz seiner Reservistenrolle denkt Dortmunds Abwehrspieler Neven Subotic nicht an einen Wechsel. Er nutze die nächsten zwei Wochen bestmöglich zur Vorbereitung, um im nächsten Jahr wieder anzugreifen. Er wolle seine Position in der Rückrunde verbessern, so Subotic auf Facebook. Sein klares Ziel sei es, wieder die Rolle zu spielen, in der man ihn in den letzten Jahren erlebt habe. Niersbach belastet Beckenbauer. Der im Zuge der WM-Affäre zurückgetretene DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat Franz Beckenbauer im Gespräch mit der ermittelnden Kanzlei Freshfields offenbar belastet. Das geht aus Vernehmungsprotokollen hervor, aus denen die Bild am Dienstag zitiert. Demnach sei die dubiose Zahlung von 6,7 Millionen Euro inoffiziell an die Finanzkommission der FIFA geflossen, um 2002 die Wiederwahl von Präsident Josef Blatter zu finanzieren. Niersbach erinnere sich laut der Protokolle, dass Beckenbauer ihm nach Blatters Wiederwahl gesagt habe, der ist auch mit meinem Geld gewählt worden. Der DFB reagierte sehr verärgert und irritiert, dass vertrauliche Vernehmungen in den Medien auftauchen. Schwabel will Sensation. Unterhachings Präsident Manfred Schwabel glaubt an einen Sieg im DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen am Dienstag. Ja, wenn wir das Gefühl gar nicht hätten, dann würden wir morgen gar nicht antreten oder dann können alle daheim bleiben. Ich denke, im Pokal mit der Euphorie, mit den Zuschauern, kann es zumindest eine interessante Partie werden. Noch mehr News gibt's in der Sport1-App und auf sport1.de. Klicken Sie sich einfach mal rein und bleiben Sie top informiert. Wir machen jetzt weiter mit folgendem Thema. Ja, vielleicht ist am Ende noch eine Frage mit einem Augenzwinkern erlaubt. Was halten Sie denn davon, dass Pep Guardiola Ihre Idee geklaut hat und jetzt auch Taktikzettel verteilt? Das ist doch eigentlich ein Original Schubert, oder? Hast du ein Patent darauf? Gab's das noch nie? Ich suche gerade nach einer intelligenten Antwort. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass nicht irgendwo auf der Welt schon irgendwann mal einer auf die Idee gekommen ist, in einem Stadion, das sehr laut ist und in einer Hektik, die da ist, irgendwie eine Information auf einem Zettel weiterzugeben. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich bin mir da relativ sicher, das gab es schon. Vielleicht war das vor 20 Jahren noch nicht so im Fokus. Vielleicht waren noch nicht so viele Kameras da, dass man es nicht bemerkt hat oder so. Ich finde es aber Wahnsinn, was so ein einfacher Zettel, so eine einfache Banalität, doch für einen Bohai so verursacht. Guardiola ist, glaube ich, sogar angesprochen worden darauf, dass er das bei mir kopiert hat, sensationell. Das war's von uns für den Moment. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen bei den Sport1 News. Bis bald, ciao.